So, hallo und herzlich willkommen zu einer Weiterführung eines beliebten Formates von euch, und zwar Perkix WWE gegen Franz Hogt. Perky, stell dich erstmal kurz vor und dann erkläre ich, was das hier überhaupt ist. Mein Name ist Jonathan, ich bin Wrestling-YouTuber, Power-Wrestling-Schreiber, Riesen-Wrestling-Fan und mache, wie gesagt, Videos auf YouTube zum Thema Wrestling. Franz wohnt natürlich in Berlin, wie ihr wisst. Da ich gerade in Berlin bin, haben wir uns gedacht, wir reuniten uns mal für dieses Format und allgemein für GWF und für anderen Stuff natürlich. Genau, und wir haben die Weiterführung des Formats Perkix WWE gegen Franz Hogt geplant. Falls ihr die erste Staffel nicht gesehen habt, dann könnt ihr die jetzt oben rechts nochmal nachschauen. Das ist eine wunderbare Playlist mit Videos, die ihr auf unseren beiden Kanälen findet. Heute, beziehungsweise in den nächsten Tagen, werdet ihr auf unseren Kanälen verschiedene Videos finden mit verschiedenen Disziplinen, wo wir versuchen werden, uns zu messen. Teilweise mit Eigenkreation, teilweise mit nachgemachtem Zeug von anderen Shows, das werden wir immer sagen. Und dann gucken wir, wir spielen maximal 5 Disziplinen, Best of 5, wer 3 Punkte hat, gewinnt. Heute spielen wir ein Spiel, was ich mir ein bisschen abgeguckt habe von Schlag den Rab. Und zwar geht es darum, dass wir verschiedene Bilder präsentiert bekommen, die ich nicht rausgesucht habe. Das hat der gute Rocco gemacht, den ihr in den nächsten Videos auch noch miterleben werdet als sozusagen Quizmaster. Rocco die Legende. Genau. Und die Bilder werden unscharf präsentiert und werden jede Sekunde schärfer. Und wir haben ein kleines Buzzer-System entwickelt, beziehungsweise ich mit im Stream mit etwas Frustration, aber die paar Informatikkenntnisse, die ich habe, habe ich zusammen geschmissen und habe ein kleines System entwickelt, wo getrackt wird, wer zeigt als erstes den richtigen Buzzer-Hit, beziehungsweise wer ist als erstes dran. Und dann versucht jemand zu sagen, okay, ich erkenne aktuell, weiß ich nicht, Batista oder so. Und dann, wenn er recht hat, bekommt er einen Punkt. Wenn er nicht recht hat, bekommt der andere automatisch einen Punkt. Wer als erstes 8 Punkte hat, Best of 15, bekommt den Sieg dieser Runde. Ich würde mal sagen, Perky, bist du bereit für... I am ready. Good luck, mate. Ja, good luck to you as well. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, los geht's. Okay, wir haben ihn da. Kuschel. Sieht für mich... Ach, schön. Wer ist denn das? Das sieht irgendwie nach einem Move aus. Das sieht irgendwie nach einem Japaner aus. Ich sag ein früher Justin Gabriel. Oh. Ich sag ein früher Justin Gabriel. Das kann echt gut sein, ja. Weil vor allem, wir haben ihn ja gestern zu unserem Zeitpunkt erst bei der GWF gesehen. Stimmt, ich habe ihn gestern interviewt. Habt ihr ihn schon gesehen auf seinem Channel? Gucken wir mal eben. Yeah. Tatsächlich. Das ist somit der erste Punkt. Ich dachte erst an Jimmy Snuka. Ich habe erst gedacht, das ist irgendwie ein Japaner oder so, weil, ach, ich weiß auch nicht. Yo. Das sieht mir nach NXT aus und nur ein Aiden English hat so weiße Hautfarbe. Würde ich sagen. Das kann sehr gut sein. Gucken wir mal. Fuck. Da war ich wohl etwas zu voreilig. Ich dachte erst an Sheamus wegen der weißen Haut, aber dann habe ich gesehen, das ist ja NXT mit genau. Dem Game Designer. Okay, also NXT war richtig. Weiße Haut, beziehungsweise schön blasse Haut, ne? Blasse Haut forever. Guckt euch die Unterschiede hier mal an. Naja, gut, dann bekommt Perky einen Punkt. Meine Güte. Okay, wen haben wir da? Daniel Bryan. Das ist Daniel Bryan, meinst du? Würde ich sagen. Bin gespannt. Gucken wir, ob Daniel Bryan richtig ist. What? ist das nicht? Ist das Who the hell ist das? Ist das kenn ich echt nicht. Zach Gowen, ja, okay. Das ist der Einbeinige. Ja, okay. Aber ich wusste nicht, der war alt geworden. Von dem wusste ich nicht, dass er jetzt so aussieht. Gut, das ist ja also ein Punkt automatisch für mich. Gut. Ich meine, er hat nicht mal einen Bart, aber wegen dem Schatten wahrscheinlich jetzt gedacht, oder? Ja, genau, das sah so aus, als hätte der so einen langen Bart hier. Haben wir denn da? Oh nein. CM Punk. Nee, das ist doch nicht. Meinst du? Sieht aus wie... Ich sehe nur das hier. Ja. Und ich sehe nur die Wrists. Okay. Aber wenn ich mich jetzt schon wieder vertan habe, dann halte ich mich in Zukunft zurück, Leute. Guck mal! Um Gottes Willen! Ich hab meine Schande. Oh, Scheiße. Wie hab ich denn das CM Punk erkannt? Ich fass es nicht. Das ist ein Punkt für mich. Wunderbar. Ah, schön. Das ist grandios. Okay, alles klar. Okay. Das war knapp. Cool, Steve Austin. So, guck mal. Das ist sie. Hehehehe, nice.
Ja, das Ding ist ja, wir als WWE-YouTuber müssen uns ja ständig an WWE-Rennen beziehen. Richtig. Und da kennt man einige Posen so auswendig, vor allen Dingen von älteren Wrestlern, die nicht so viele Ränder haben, die einigermaßen hohe Qualität haben. Deswegen kennt man die des Öfteren schon. Vor allen Dingen ist das auch ein Ränder, der bei den WWE-Games des Öfteren benutzt wurde. Das ist also ein Ton für mich. 4-1, Pocky! Ist das überhaupt richtig? Hört sich für mich richtig an. Amen. Oh. Wieso habe ich jetzt gebuzzert? Oh shit. Oh nein. Jetzt muss ich es aber sagen, ne? Vier, drei, ich würde fast sagen, wie heißt der Funkasaurus da? Brodus Clay? Brodus Clay? Für mich sieht die Hautfarbe eher ans andere Extrem aus. Aber wir gucken einfach mal. Na, so ähnlich. Dazwischen. Die Frisur hat gestimmt. Also fast. Na gut, Solarium, Freunde. Okay, Freunde. Hey. So, das ist. Oh shit. Also, Perky, was machst du denn hier? Jetzt siehst du ganz schön davon. Ja, weil du immer zu vorlich bist. Vielleicht solltest du erstmal ein bisschen ruhiger sein und dann gucken wir mal. Und dann gucken wir mal. Ja, ich denke mal, die kenne ich, aber die kenne ich gar nicht. Okay, weiter geht's. Okay. Jane, würde ich sagen. Aber Jane. Du hast. Ja, Entschuldigung. Aber, ja, klar. Natürlich hast du einen Punkt. Ja, ich gebe dir jetzt schon einen Punkt. Es ist Jane. Sorry, das ist aus mir rausgerutscht. Aber ey, wenn ich jetzt gebuzzert hätte, ne? Mhm. So früh. Und dann wieder falsch geraten, bitte, ne? Ey, ist unglaublich. What you gonna do? Fuck. Triple H. Okay, au, oh, ja, steht sehr okay. Mit dem Hammer. Ich wäre ja falsch gewesen. Ich hätte Kurt Hawkins gesagt wegen seinem Gehstock. So, echt? Ist das ein Scheiß, wenn das ein Gehstock ist? Nee, es ist Sledgehammer auf jeden Fall. Müsste Triple H sein. Ja, ja. Jetzt dachte ich schon. wenn das jetzt Kurt Hawkins für ein Gehstock gewesen wäre. What the fuck? Ich freue mich schon auf Kurt Hawkins. Ist er jetzt schon debütiert, wenn wir das ausgeschreibt werden? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ich juck mich auch überhaupt nicht für den, ey. Ganz ehrlich. Ich finde ihn ja super. Ich finde ihn schrecklich. Finde ihn grandios. Vor allem Studio-Interviews und so. Undertaker. Okay, das war ja. Okay. Ey, so, Leute, so schnell kann ich auch nicht denken, Mensch. Aber ist okay, das ist natürlich korrekt. Ein weiterer Punkt für den guten. Ich muss erstmal ein bisschen aufholen, ne? Ja, ich habe immer noch nicht die Führung jetzt. Du hast schon aufgeholt, sei doch zufrieden, dass du überhaupt was hier gebacken bekommst. Ich bin auch ganz überrascht von mir, du hast recht. Oh Mann! Eva! Mann! Alright, everything! Ach Gott. Das passt zu meinem Buzzer. Ja, ich würde auch zu sagen. Zu meiner Buzzer-Farbe. Ich würde auch sagen. So, Gleichstand. Jetzt hat er einfach mal wieder aufgeholt. WTF, wie ist das passiert? Okay, also mit mir jetzt gleich gezogen. Oh, wer als erstes 8 Punkte hat, holt sich den Sieg. Oh Gott, wer ist denn das? Keinen blassen Schimmer. Wer ist denn das? Das sieht aus wie Bruno Sammartino. Weiß ich nicht. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ist das Bruno? Ist es dünner Dusty Rhodes? Das kann auch sein. Gucken wir mal. Wenn ich. Nein! Das ist Cowboy Bob Orton, oder? Genau. Na, Bob Orton. Fuck, ich hatte ihn auch im Kopf, einfach wegen dem Hut. Ich dachte erst an Bruno Sammartino, weil das siehst du auch im Verschwommenen, dass das ein altes Bild ist. Na klar, natürlich. Naja, aber gut. Aber vor allen Dingen, ich habe irgendwo, wegen dem Gordon Blur, habe ich irgendwie blonde Haare erkannt, aber da war ich anscheinend komplett falsch. Naja gut, das ist also ein Punkt für dich. Also von der Hautfarbe jetzt perfekt auf Dusty Rhodes gepasst. So, das ist also ein Punkt für dich. Du führst, ey, wer ist nicht gemacht? Ey, ist unglaublich. Ich weiß es auch nicht. Prinz Puma! Sicher? Aber das erkenne ich überhaupt. Aber sowas von ist der Prinz Puma. Ich kenne das Bild, glaube ich. Look at that! Stimmt. Look at that motherfucker! 6-6. Und dabei bin ich der riesen Lucha Underground-Fan, was ist denn hier los? Was willst du machen? Wieder gleich gezogen, das wird spannend hier in der ersten auf jeden Disziplin von Perkins gegen Franz. What? Das war dumm von mir. Das war sehr, sehr dumm von mir. Ist das Goldberg? Das ist sehr, sehr dumm von mir gewesen. Ich sag Kurt Angle. Ja, das kann sein. Ich hatte jetzt Mark Henry im Kopf. Mark Henry, was hast denn da Mark Henry gesehen? Ja, sorry, ich hab das nicht so mit den Hautfarben. So. Also, hey, ich hab auch noch Glück gehabt. Aber gerade so noch. Okay, Matchball für mich. Oh shit. Matchball für mich. Und eventuell das letzte Bild. Wir gucken einfach mal, wer als nächstes kommt. Das war so knapp, Alter. War das knapp. Oh shit. Ich sage, Becky Lynch. Ja. Wollen wir gucken? Hey! Punkt 1 für mich. Wunderbar.
Natürlich, gerne doch. Ja gut, das war's also. Wie gesagt, also ich habe ja den Punkt mir noch nicht gegeben. Er steht 8-6, das ist der Endstand. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das nächste Video gibt's dann auf dem Kanal von Pokéboy. Schaltet gerne ein. Wahrscheinlich dann morgen. Sein Kanal ist jetzt hier oben rechts verlinkt. Und im besten Fall auch das Video. Ich verlinke einfach die Playlist zu dieser Serie. Perky, hast du noch irgendwelche Worte loszuwerden? War auf jeden Fall krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so nah rankomme. Aber nice Sache. Und morgen gibt's den zweiten Teil. Schaltet gerne ein. Bis dahin. Was war euer Highlight von dieser Episode? Meins war natürlich Maurice und CM Punk. Maurice, also wie ich darauf gekommen, ich weiß es auch nicht. Wunderbar, Daumen hoch, cool, Applaus aus. Wollt ihr mehr davon sehen? Habt ihr Vorschläge für weitere Disziplinen? Alles in die Kommentare. Haut rein und ciao.